Willkommen zurück zu Secret of Mana! Wir sind hier bei dem Zwergendorf stehen geblieben, beziehungsweise wir müssen jetzt ins Zwergendorf rein und uns dort eine Axt besorgen. Denn die Zwergen sind natürlich, wunderbar bewandert, was das Herstellen von Waffen angeht. Was ganz cool ist. Bloß nicht teilen lassen, den Schleim. Ah, jetzt wird's beschissen. Wobei, wenn sich der Schleim teilt, ist eigentlich auch ganz cool wegen dem Leveln. Und Foxy hat endlich sein Level abbekommen. Oh nein. Oh nein. Okay. Und der teilt sich wieder. Okay. Nice. Haut zu. Ach, komm, er teilt sich schon wieder. Na komm, Dori, hau mal weiter drauf. Ich werde jetzt mal meine Waffe aufladen. Ah, oh, ich komme einfach nicht dazu, zuzuhauen mit der aufgeladenen Waffe. Oh, komm. Sehr schön. Komm einfach drauf, dass er sich nicht teilen kann. Komm. Einfach drauf, dass er sich nicht... Er teilt sich schon wieder. Ich will ihn down bekommen. Aber Dori erreicht auch Level 7. Okay. Oh, ich hab ihn down. Oh, ich hab ihn down. Ich hab ihn down. Oh, Mann. Hör auf zu schnarchen. Da schnarcht doch wer. Sehr nice. Keine Kiste für uns. Du schnarchst. Schnarch, ich schnarch. Und es ist down, alles klar. Wir machen hier alles down, was wir down machen können, um ein bisschen zu leveln, wie gesagt. Wir können uns Zeit lassen mit diesem Spiel, Leute. Und wenn es erst an Weihnachten endet. So, sehr schön. Ja, ja. Es ist ein wundervolles, wundertolles Spiel. Und jetzt müssen wir gleich ein bisschen Obsidian herstellen. Ja. Indem wir das Wasser da unten in die Lava fließen lassen. Minecraft-Anspielung auf Doom. Na? Können wir aber noch nicht. Na komm. Stirb. Bevor ich da reingehe, will ich erstmal nach hier drüben und da unten gucken, was da ist. Aber ich glaube, da kommen wir noch gar nicht weiter. Die Fledermaus ist einfach wieder da. Oh, Ballonkette. Dori ist benebelt. Oh nein. Jetzt muss ich warten, bis Dori wieder entnebelt ist. Na komm. Schwibbedimbedim. Patz. Oh, Patz. Ach, komm schon. Ist das jetzt dieselbe Fledermaus wie eben? Ist die wieder aufgetaucht? Also ist die respawned oder... Keine Ahnung. Keine Ahnung. Stirb. Stirb. Nice. Murmelgoblin. Oh, Moment. Moment, Moment. Die Kiste will ich aber öffnen. Es war doch so klar, oder? Es war doch so klar. Das Pech verfolgt mich mit diesen Scheißkisten. Hör auf, vergiftet zu sein. Danke. Hat's. Habe ich dich aus dem Schlaf gerissen? Das tut mir ja überhaupt nicht leid. Das tut mir ja überhaupt nicht leid, mein Freund. So. Hauen wir ihn einfach mal weg. Nice. Sehr nice. Sehr nice. Nicey, nicey. Und das Wasser ist weg. Und da seht ihr, wir können jetzt hier einfach rüberlaufen. Und wir haben Obsidian hergestellt. Was ist denn da unten? Ich möchte erstmal hier schauen. Da geht's nicht weiter. Gut, gut, gut. Hier hinten geht's auch nicht weiter. Wir müssen natürlich alles mal so ein bisschen abklappern. Außer in den Dörfern, da habe ich die Geduld nicht zu. Oh Gott. Hat's. Hat er jetzt gerade Schaden bekommen von mir? Wow. Dann merkt man, dass wir gut gelevelt sind gerade. Fast schon zu gut. Da ist wieder ein Schleimi. Der sich
teilt. Hat's. Und er teilt sich wieder. Ja, es ist super zum Leveln, ne? Aber mehr auch nicht. Komm, Dori, einfach weiter. Einfach weiter, Dori. Komm, Dori. Ich will nach da oben. Und da haben wir eine Kiste. Gut, dass wir nach hier oben sind. Gut, dass wir nach hier oben sind. Wow. Das hat ja voll nichts gebracht, ne? Nice. Nice. Und du auch nochmal. Was haben wir denn in der Kiste drin? Wundertau gefunden. Mit dem Wundertau kommen wir schneller wieder aus Dungeons raus. Zum Beispiel aus dieser Höhle hier. Das wollen wir natürlich aber nicht. Wir wollen ja weiterkommen. Und den Schleim hier am besten besiegen, bevor er sich teilt. Aber das schaffen wir nicht. Das schaffen wir nicht. Aua. Erstmal diesen Pilz weghauen. Oh, ich nenne ihn auch liebevoll den Mösenpilz. So. Oh nein. Dori ist vergiftet. Komm, Dori. Komm einfach mit, Dori. Okay. Lass die Pilze einfach mal Pilze sein, bitte. Zack. Und zack. Und zack. Oh, fies. Oh nein, keine Ballonkette. Na gut. Oh, 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 ich habe Steam gerade geöffnet. Oh nein. Okay. Okay. Ja, wenn ich bei meinem Controller auf den Startknopf praktisch komme, ne, wie beim... Oh nein. Ich glaube, den muss ich besiegen. Ich glaube, die muss ich besiegen. Die drei. So. Bitte nicht teilen. Ja? Nein! Ach komm, jetzt teilt er sich wieder. Natürlich. Okay. Nice. Er teilt sich wieder. Er teilt sich einfach instant wieder. Okay. Nein. Ach, komm schon. Ach, er teilt sich schon wieder. Oh, lecko. Gibt's doch nicht, ey. Hau doch zu, Dori! Dieser Scheißschleim. Hau doch zu, Dori! Dori. Ey, diese Scheißschleime. Die gehen mir so auf den Sack, Mann. Ja, jetzt teilen sie sich wieder. Pass auf. Ja, natürlich! Oh Gott! Das ist so nervig, wenn du die nicht auf einen Platz kriegst, ne? Das ist so nervig, Mann! Hau doch zu, Dori! Ach, Dori! Bleibt auf einem Platz. Er teilt sich wieder. Na, ich hab ihn! Hä? Okay, was habe ich übersehen? Was habe ich übersehen? Das ist doch zum Kotzen, oder? Ich hätte die gar nicht besiegen müssen, ey. Aber es ist so nervig, diese scheiß Schleimviecher. Ich meine, es ist super zum Leveln. Es ist echt super zum Leveln. Aber, boah, wenn die sich jedes Mal teilen. Du kriegst einfach zu viel, ey. Nee, ich habe keinen Bock auf dich, ey, ganz ehrlich. Wobei, da hinten könnte was sein. Ja, da geht's aber nicht weiter.
So. Ah, solange die Fledermaus im Bild ist, teilt er sich nur einmal. Ah, Ballonkette. Ich komme da nicht durch, ohne die zu besiegen. Ja, jetzt teilt er sich. Pass auf. War klar. Lasst mich doch einfach durch, Mann. Oh, er teilt sich schon wieder. Er teilt sich schon wieder. Lass mich doch einfach da durch. Komm, einfach weiter. Einfach weiter. Gott, ey, diese, oh, diese Schleimviecher. Es ist so schlimm. Es ist so schlimm, Mann. Okay. Okay, komm. Und zack. Da komme ich nicht durch. Da brauche ich jetzt die Axt für. Ui. Ui. Musik. La 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 la. Zwerge. Willkommen im Zwergendorf. Oh, Gott sei Dank, wir haben es geschafft. So, und bevor wir hier mit irgendjemandem reden, gehen wir erstmal hier rein. Oh. Gott. Ja, ich würde gern bleiben. Oh Gott, Mann. Es war so der Abfuck gerade, ne? Es war so der Abfuck gerade. Oh. Diese Schleims. Oh, den Spielstand speichern? Ja. Das letzte Mal im Hexenwäldchen bei Raffi. Geht's hier hinten noch irgendwo weiter? Nö. Jut, jut, jut. Jut, 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 jut. Dann gehen wir erstmal nach da oben. Zu Birdie. Na, Birdie? Sei gegrüßt. Hm, das ist ja interessant. Kann ich mal dein Schwert sehen? Ich bin Bertie, der Schmied. Willst du ein neues Schwert? Ja, klar. Okay, gib her. Nice. Fertig, hier hast du ein neues Schwert. Es ist wunderschön. Aus welchem Metall ist dieses Schwert eigentlich? Es ist so edel. Huch, was passiert hier? Mein Hammer beginnt plötzlich zu glühen. Langsam geht mir ein Licht auf. Dein Schwert muss das Mana-Schwert sein. Und die Energie deines Schwertes ist auf meinen Hammer übergegangen. Toll. Dann versuche ich jetzt eine Mana-Axt zu schmieden. Komm doch später wieder. So, jetzt haben wir das Schwert Level 2. Brauchen, müssen es allerdings auch noch auf Level 2 leveln. Und zwar... mit jedem fucking Charakter. So. Einkaufen gehen wir noch nicht. Ich möchte erstmal hier rein. Was haben wir denn hier? So. Gehen wir erstmal hier rechts rein. Willkommen im Zwergendorf. Warst du schon in unserem Theater? Die nächste Vorstellung beginnt schon in wenigen Minuten. Sieh's dir an. Ist okay. Da muss ich erst rechts rein. Links rein. Okay. La 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 la. So. Treten Sie ein! Das weltberühmte Zwergentheater heißt Sie willkommen! Gleich geht es los. Eintritt kostet 50 Goldmünzen. Was? Dann eben nicht. Okay, dann müssen wir die 50 Goldmünzen bezahlen. So. Kommt schon. Treten Sie ein, das weltberühmte Zwergentheater, bla 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 bla. Gleich geht's los. Der Eintritt kostet 50 Goldmünzen. Okay. Ja, warum nicht? Ruhe bitte! Meine Damen und Herren, sehen und staunen Sie. Ein gelber Pogo-Puschel. 10 gestandene Männer haben viel Mühe gehabt, diese Bestie einzufangen. Er kann sogar Pogo tanzen. Yeah! Und jetzt etwas fürs Herz. Die traurige Koboldin. Viel Spaß beim Mitweinen. Oh, ich bin ja so traurig. Es ist eine Tragödie. Das kleine Koboldmädchen hat eine seltene Krankheit. Das einzige Medikament, das ihr helfen könnte,
kostet jedoch 500.000 Goldmünzen. Jetzt arbeitet sie Tag und Nacht, um das viele Geld zu verdienen. Verehrtes Publikum, helfen Sie, selbst 100 würden schon reichen. Ja, komm. Ist okay. Für das arme kleine Koboldmädchen. Hab Dank! Damit werde ich wieder gesund. Vielen, vielen Dank. Das arme Koboldmädchen. Was? Gehen wir nochmal hier rüber. Was war denn hier nochmal? Hab's schon wieder vergessen. Und? Wie war ich? Überzeugend, oder? Der Typ hätte fast geweint. Ich war aber auch nicht schlecht. Wir sind ein gutes Team. Moment mal. What? Ah! Ein Spion! Er hat alles gehört! Also, wir... Sie braucht das Geld wirklich, die Arme. Sie kommt aus der Koboldsiedlung im Hochland. Eine Flut hat sie angeschwemmt. Wir wollten ihr nur Geld für den Heimflug besorgen. Schlau, oder? Komm, gib ihm sein Geld zurück. Bäh, das ist ja langweilig. Spielverderber! Hier hast du dein Geld wieder. Das ist auch das Mindeste, ne? Tut uns leid. Wieso? Mir nicht? Ja. Klar, dass es dir nicht leid tut. Olle Koboldfratze. So, Leute, aber an der Stelle werden wir mal den Part beenden. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben da lasst. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, haut rein und ciao.